Heute bei der Landtagssitzung ist auf der Tagesordnung unter anderem die Achenseebahn, eines der großen Verkehrsinfrastrukturprojekte. Es ist fahrlässig, unserer Meinung nach, durch eine ständige Bezuschussung das Sterben dieses Unternehmens nur hinauszuzögern, weil wir kein Zukunftskonzept darin sehen. Und da frage ich mich schon, wie können da die Grünen mitgehen, wenn man zig Millionen in ein ökologisch fragwürdiges Projekt steckt, wo zwei Loks mit Heizöl und eine Lok ohne dies noch mit Kohle betrieben wird. Also da wird der Greta Thunberg sicherlich nicht einsteigen. Für uns NEOS bedeutet das, dass dieses Projekt laufend bezuschusst werden muss oder anders formuliert hausintern in Rauch aufgeht.